Guten Morgen, meine Lieben. Na, alles gut bei euch? Wir haben Montagmorgen, ich glaube 8:30 oder so. Da wurde ich übrigens letztens gefragt, Sandra, wieso schaust du nicht einfach mal auf deine Uhr, dass du weißt, wie viel Uhr bei dir ist? Das kann ich euch sagen, weil meine Apple Watch ist zu 99,9% nie geladen. Und alle anderen Uhren, die ich habe, haben keine Batterie, wie zum Beispiel diese Uhr. Ja? Auf dieser Uhr ist es immer 8:07 Uhr. Und warum ich keine Batterien in gewisse Uhren reinmache, also neue Batterien, liegt einfach daran, das ist total bescheuert, dass da eine gewisse Erinnerung dran hängt. Ja? Zum Beispiel diese Uhr hatte ich an dem Tag an, wie wir Hawaii verlassen hatten. Und an dem Tag hat einfach mal die Batterie aufgehört zu arbeiten. Und das war für mich so ein Ding, ja. Weil ihr wisst ja, Hawaii und ich, wir waren jetzt nicht so Best Buddies. Und ich habe diesen Tag zelebriert, gefeiert von morgens bis. Und deswegen mache ich in diese Uhr einfach keine neue Batterie rein. Und deswegen ist bei mir immer 8:07 Uhr, weil das für mich so eine gewisse Erinnerung hat an diesen Tag, wie wir Hawaii verlassen haben. Wie geht's euch, Mäusen, Chitzeleins? Ja, Mutti sieht ein bisschen zerstört aus. Wie gesagt, es ist Montagmorgen. Montagmorgen bedeutet für mich immer Restaurationsarbeiten in meinem Haus vom Wochenende. Also Bad Hair Day, No Make-up und Waschmaschine ist am Laufen, Trockner ist am Laufen, Spülmaschine ist am Laufen. Aber, jetzt kommen wir mal zu dem, um was es heute überhaupt geht. Ich habe ein mega XXL-Paket von meiner Mama und Tantchen bekommen. Und zwar am Freitag, meine ich. War es am Freitag? Oder Donnerstag? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall war ich auf der Arbeit. Und mein Mann hatte mir dann irgendwann geschrieben, du hast ein Paket von Mama. Und wir haben dieses Paket jetzt hier oben im Gästezimmer die letzten 3 Tage gehabt, um es auszukoronieren, ja, weil dieses Paket war über eine Woche in New York am Airport gestanden und deswegen habe ich das jetzt hier ständig eingesprüht mit Desinfektionsmittel, weil da war auch so ein Zettel drauf, ne, also Recommendation. Es war jetzt nicht vorgeschrieben, aber es war halt so eine, wie nennt man das denn? Eine Recommendation halt, ne? Und ja, also das wurde jetzt hier die ganzen letzten Tage eingesprüht und hier oben in diesem Zimmer konnte es sich jetzt ich bin so aufgeregt, jetzt Leute. Es konnte jetzt vor sich ausviren, ja? Also auskoronieren. Ihr wisst schon, was ich sagen möchte. So, warum bin ich denn so aufgeregt? Weil in diesem Paket ganz, ganz viele Sachen drin sind, die ich noch nie hatte. Ich hatte Mama nämlich eine Liste geschickt. Ich bin bei DM online, bin ich auf die Seite und habe gedacht, oh, guckst du mal, was es da so alles gibt. Und habe dann Mama eine ganz lange Liste geschickt mit Dingen, die ich einfach mal ausprobieren wollte. Ja, und deswegen freue ich mich. Ich freue mich immer wahnsinnig auf die Pakete von Mama, weil da immer ganz tolle Sachen drin sind. Aber dieses Mal freue ich mich noch ein bisschen mehr wie sonst. Okay, hab Paket schon aufgeschnitten hier mit, ne? Wisst ihr Bescheid? Es ist kein Blut geflossen, aber das Video ist ja noch nicht zu Ende. Und das liegt einfach daran, dass Mama meistens so an die 8 Rollen Klebepapier, Klebeband verwendet. Und deswegen ist das Paket, glaube ich, in sehr, sehr gutem Zustand bei mir angekommen. Es liegt ein Zettel oben drauf. Viel Spaß wünschen Tantchen, Mama, Mutter, Oma. Achtung,
Erbstücke von meinem Kind an sein Kind. Genau, da ist nämlich was ganz Besonderes drin. Da freue ich mich auch. Mega! Übrigens, Mutti hier, ne? Representing Sensi. You know what's up. Haare verkorkst, keine Augenbrauen, sonst auch alles ein bisschen schräg, aber Hauptsache mal das Sensi-Shirt an, ne? Weil wenn man einkaufen geht bei Walmart oder so, da hat man ja die Maske auf, dann sieht man von dem Zustand nicht ganz so viel und ist Glitzer. Dann fällt es den Menschen sofort ins Auge und ich bin auch schon zweimal drauf angesprochen worden. So, ich freue mich. Da steht das Paket, meine Lieben. Könnt ihr sehen? Ja, da hinten steht der Staubsauger. Müsst ihr jetzt durch. Wir sind hier im Office, im Auskoronierzimmer. Oh, ich sehe schon. Also, es geht los mit einem Sticker-Set, was wahrscheinlich für Kleinmäuschen ist. Wobei, Mutti hätte da auch ganz viel Spaß dran. Weil, wenn wir schon beim Thema Sensi sind, Menschen, die ja bei mir bestellen und die leben hier in meiner Nähe, da lasse ich diese Pakete immer zu mir kommen und dann packe ich das immer alles noch extra schön ein, ja. Und so ein Sticker da noch vorne drauf, ne, macht das alles nochmal ein bisschen schickier. Aber ich glaube, hat Oma für Kleinmäuschen besorgt. Also lege ich das bei Kleinmäuschen ins Zimmer. Wieso seid ihr jetzt eigentlich so schräg? Ihr wart doch vorhin so gestanden, oder? Naja. So, da haben wir noch ein bisschen Karton. Es geht weiter mit Wattepads und ich habe fast keine mehr. Hier haben wir einmal extra voluminös 50 Maxi-Pads super soft. Ja. Und dann haben wir die 50 Maxi-Pads normal. Jetzt wird sich die ein oder andere denken, okay, und wieso freust du dich über Wattepads? Weil die Kacke, die man hier in den USA bekommt, einfach nur scheiße ist. Ja, da fusselt alles und zum Schluss hat man zwar, naja, wobei so richtig das Make-up holt das Zeug auch nicht runter. Und man hat mehr Fussel im Auge, wie dass man sich die Mascara abgenommen hat. Also, deutsche Wattepads. So, da, hat ein bisschen gelitten hier. Macht nichts, drücken wir wieder zurecht. Oh, geil! Chocolate Chips! Oh, die habe ich früher geliebt, die Dinger. Da kenne ich ja auch nichts, ne? Da boller ich euch ja so eine Packung weg. Deswegen mache ich die jetzt gar nicht auf, weil nicht, dass man mir nachsagen könnte, ich wäre unfreundlich, ja? Und ich sitze hier vor der Kamera und schnabuliere. Das ist mir egal. Ist ja mein Kanal. Nee, aber ich will mir die aufheben. Wisst ihr? Ich will die jetzt nicht sofort verschnabulieren. So, oh, ich sehe ganz viele Spielsachen für Kleinmäuschen. Oh, wie geil ist das denn bitte? Also dazu muss ich sagen, Mama hatte mich ja gefragt, ob ich etwas für Kleinmäuschen brauche. Und Lauren ist momentan so in dieser Barbie-Phase drin. Und ich habe ihr gesagt, dass vielleicht so ein paar Kleidchen für Barbies schön wären. Und ja, Mama hatte aber gemeint, dass sie da nichts Schönes gefunden hat. Und dann ist sie mal in den Speicher und hat da noch so ein paar alte Schätzchen von mir gefunden. Und das meinte sie nämlich auch hier mit den Erbstücken von ihrem Kind an mein Kind, weil ich diese Teile an Kleinmäuschen weitergeben werde. Ja? Und ich fand die Idee einfach so schön, Lauren Spielsachen von mir noch zu geben, ja. Und ich wusste auch gar nicht, dass meine Mama noch Spielsachen von mir hatte. Und ich freue mich da jetzt so mega drüber. Oh mein Gott, da kommen Erinnerungen hoch, Leute. Sorry für den Lärm. Nein, was ist das denn alles? Okay, also ich glaube, da haben wir eine Badewanne und so ganz viele Accessoires. Ach, guck mal, so kleine Kleiderbügel. Ja, also das stelle ich jetzt mal alles hier an die Seite, weil da kommt noch viel mehr. Das ist nämlich so ein ganzes Set. Ja, da geht es nämlich... Oh Gott, Mama, du hast das alles aufbewahrt.
guckt mal hier mit Spiegel. Und dann ist hier ein kleines Handtuch dran. Och nein, ist das süß. Ja, da hat die Mutti früher mitgespielt. So, kommen jetzt ganz viele Einzelteile hier entgegen. Das muss man dann alles zusammenbauen. Kann der Papa heute Abend machen, weil Mutti muss arbeiten gehen. Da ist Papa und Klein Mäuschen wahrscheinlich für eine Weile beschäftigt. Oh Gott, guckt mal hier. Waschbecken, ne? So, also ich rechne jetzt mal 2 und 2 zusammen. Danach ist bei mir ja Schluss, wie ihr wisst. Aber 2 und 2 kriege ich noch hin. Was also bedeutet Spiegelteil und Waschbeckenteil, ne? Kommt hier so drauf. Also das erste Puzzleteil habe ich schon mal. Gott, ist das geil. Guckt mal, haben wir hier sogar eine kleine Toilette. Ich freue mich. Es geht weit. Natürlich, wir brauchen ein Badregal. Klar, haben wir auch. Da sind noch so ein paar Regalbretter, die kommen dann da rein. Ja, seht ihr mal, wie ich mich auskenne in der Materie hier. Oder auch nicht. Ja, legen wir jetzt hier drüben hin. Oh, deutscher Kaffee. Was haben wir denn hier? Eiles. Eiles Kaffee Gourmet. Kenne ich nicht. Ich hatte die Marke, glaube ich, noch nicht. Ist aber egal, weil deutscher Kaffee ist immer der Shit.com. Ja? Es gibt, glaube ich, keinen schlechten deutschen Kaffee. Und dann haben wir noch ein Päckchen deutschen Kaffee. Mövenpick. Der himmlische, aromatisch ausgewogen. Dann haben wir hier nochmal ein Barbie-Teil. Okay. So, und nochmal ein bisschen Barbie-Teil. Muss Papa nachher zusammenbauen. Jetzt geht's los hier. Oh, Stöpsel, natürlich. Mutti braucht Stöpsel. Wir haben die OB Pro Comfort. Und das sind meine allerliebsten OBs, weil, da muss man mal drüber sprechen. Ja, also wir jetzt, ihr weiblichen Chapter Lines und ich. Es gibt Unterschiede bei OBs und zwar ganz große. Und deswegen sind das meine Liebsten hier, weil da ist nämlich so eine, wie nennt man das denn? Silk-Touch-Oberfläche. Ne? Ist beim Einführen also leichter und nicht so unangenehm. Wisst ihr? Also hat schon einen Grund, warum OB so teuer ist, weil die sind echt gut. Und Stöpsel brauche ich halt, ne? So, da ist so viel drin. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Womit machen wir weiter? Wir machen weiter mit... Duschgel Balea After Sun. Zweimal, ihr wisst es, ich liebe Balea After Sun. Es riecht einfach nach Sommer, Sonne, Strand, Urlaub. Ja, Urlaub. It's not happening right now. Also knallen wir uns halt ein bisschen Duschgel auf den Body und somit haben wir dann zumindest Urlaubsfeeling. Und ja, ich mag diese Balea Duschgele einfach sehr gerne. Oder zumindest das mag ich sehr gerne, weil ich den Duft halt so schön finde. Ne? Hab ich zweimal. So, dann haben wir hier etwas, das ist ein bisschen auseinandergefallen. Oh, wir haben ein Profi Select Kinderbesteck. Vierteilig von Teddy. Okay. Guckt mal. Warte mal. Also. Oh Gott, ist das süß. Guckt mal, ein kleines Messerchen. Oh. Und da ist ein Teddy drauf. Und einen Löffel, natürlich. Oh Gott, ist das süß. Wo ist der kleine Löffel? Da hängt, glaube ich, was im Eck drin. Oh, ein kleiner Löffel und eine Gabel. Ja. Oh, danke schön. Also ich glaube, ich freue mich darüber mehr wie Klein Mäuschen, weil für Lauren ist das halt einfach nur Löffel, Gabel, Messer, ne? Aber ich finde sowas schön, weil jetzt hat sie halt ihr ganz eigenes Besteck. Sie hat ja auch ihr ganz eigenes Geschirr und da ist sie ja auch ganz eigen, ne? Also ihr braucht nicht meinen, dass man ihr
einen Schokomuffin auf unserem Geschirr präsentieren kann, das kann man schon, aber sie isst es halt davon nicht. Sie möchte dann immer ihr eigenes Geschirr. Meistens in Pink, obwohl wir alle Farben da haben. Aber Pink und Lila muss es dann sein. So, dann haben wir noch ein bisschen Barbie. Das ist so geil, dass Mama das noch hat. So, was haben wir hier? Oh ja, da freue ich mich auch. Putzmittel, Jet Alliance. Ich freue mich über Putzmittel. Und zwar habe ich... Da nehme ich von euch immer ganz viele Schreiben, dass ihr die Froschprodukte so gerne mögt, habe ich mir jetzt mal die Zitronenscheuermilch. Reinigt Küche und Bad kraftvoll, fettlösend mit Zitronenfrische rausgesucht. Ja, und ich dachte mir gerade für die Spüle oder so, so ein bisschen Scheuermilch ist da, glaube ich, ganz gut. Und auch für unsere Dusche, ja. Kann ich euch nicht viel zu sagen, ich habe es noch nicht probiert, aber ich freue mich wie ein Schnitzel. So, dann was? Oh, das ist was, das ist auch was Neues. Ein Waschgel von Balea, und zwar erfrischendes Waschgel, mildschäumend mit Hydrokomplex, normale und Mischhaut. Und oh, super, Mama hat alles zugeklebt, dass da auch wirklich nichts ausläuft. Also Mama ist da mittlerweile echt Profi, was Paketepacken angeht. Ich mache das mal auf, weil ich das riechen möchte. Und viele werden sich jetzt vielleicht auch fragen, ja, wieso willst du denn sowas überhaupt? Gibt es bei euch sowas in Amerika nicht? Also zuallererst mal, mir ist es eben sehr wichtig, dass viele Produkte cruelty-free sind, ja, also tierversuchsfrei. So, und da legt man in Amerika wirklich einen Haufen Geld für hin, je nachdem, was es ist. Bin ich auch bereit zu bezahlen, wenn ich weiß, dass da kein Häschen und keine Kuh und kein Schwein hat drunter leiden müssen, ist für mich okay. Aber ich bin halt weiterhin jemand, ich mag es einfach, wenn Produkte schön aussehen, und wenn Produkte gut riechen. So. Und ich habe mir bei Walmart etwas gekauft. Cruelty free, plant based, ja, also irgendwie hier pflanzenbasiert. Und das Ding, das war so ein Pumpspender, also mit Schaum. Das Ding hat $10 gekostet. War ich da in dieser Aisle gestanden, hin und zurück, hin und zurück. Immer mit meinem Scanner vom Handy, ja, alles andere durchgescannt. Es war immer alles rot. Hatte also nur diese Option, aber $10 für einen Reinigungsschaum, habe ich mir gedacht, boah, nee. Und irgendwann kam dann halt Schatzi zum dritten Mal um die Ecke und meinte, was ist denn eigentlich dein Problem? Und da habe ich gemeint, ja, das Ding kostet $10. Und dann hat er gesagt, ja und? Dann nimm's jetzt mit und probier's. So. Wäre jetzt natürlich super gewesen, ja, weil Walmart habe ich hier um die Ecke, kann ich also jederzeit nachkaufen. Es ist cruelty free. Jetzt war ich bei mir zu Hause gestanden, habe das Ding das erste Mal probiert. Und Leute, was soll ich euch sagen? Das hat gestunken wie eine Autobahntoilette mit 78 Klos drin, die seit 10 Jahren nicht geputzt wurden. Das hat nach Essig, nach Kalk, nach Urin, nach... Das Zeug hat so gestunken, dass es mir wirklich den Magen umgedreht hat. Aber das Ding hat $10 gekostet, also brauche ich das auf. Dann war das bei mir in der Dusche gestanden und irgendwann war bei meinem Mann sein Waschzeug leer fürs Gesicht. Also hat er sich halt gedacht, probieren wir das mal. Ne? Nehmen wir halt das von der Frau. Und ich höre plötzlich nur einen Schrei. Babe! Und ich renne ins Bad rein, weil ich gedacht habe, der ist mir vielleicht umgefallen, ja, oder stranguliert sich hier gerade mit unserem Duschschlauch. Wisst ihr? Nee. Schatzi hat einfach nur das Waschzeug ausprobiert
und war so schockiert von diesem widerlichen Gestank, dass der mich gefragt hat, ob das abgelaufen ist oder was mit diesem Teil nicht stimmt, weil es riecht nicht gut. Ja, es riecht einfach nicht gut, es stinkt wie Hölle. Und ja, deswegen habe ich Mama gesagt, sie soll mir jetzt mal bitte hier ein paar von diesen Waschgel-Situations besorgen, weil ich komme hier einfach an nichts Gescheites ran. Und ja, diese Balea-Sachen, die sind ja auch alle cruelty-free und bei euch kosten die gerade mal ein Euro oder zwei. Und es sind 150 Milliliter enthalten, steht hier hinten auch ganz groß drauf, vegan. Und ja, deswegen freue ich mich da jetzt so megamäßig drüber. Und jetzt hoffen wir mal, dass es noch gut riecht und dann haben wir den Jackpot. Und es riecht einfach fresh and clean. Und nicht nach Urinstein und Essig. Oh, der ist so schön. Stelle ich mir sofort in die Dusche. Zum guten Glück habe ich das andere Ding aufgebraucht. Ihr könnt euch also aufs Aufgebraucht-Video freuen. Weil da erzähle ich euch wahrscheinlich die komplette Story nochmal. Ne? So, es geht weiter. Freude, Freude. Balea Creme Dusche, Buttermilk und Lemon. Da muss man auch nicht mehr viel zu sagen. It's a classic. It's a classic. Es riecht einfach nach diesem super leckeren Buttermilch-Zitrone-Cornetto-Eis, was ich früher in Massen wegschnabuliert habe. Und die Verpackung, es ist so sommerlich, es ist so frisch, es ist so, es steht in der Dusche und schreit einfach, nimm mich, nicht das andere Duschgel, nimm mich, weil ich habe ja immer mehrere, ne? Und ja, Buttermilk Lemon, geil, geil, geil. So, ja, geht weiter, geht weiter. Wir haben Caribbean Feelings mit dem Duft von Kokos, auch von Balea, ist auch ein Duschgel. Und da würde ich jetzt mal gerne den Zinken ranhalten, weil ich nicht weiß, wie es riecht. Aber das hat Mama so dermaßen zugeklebt hier, dass ich da wahrscheinlich nicht rankommen werde. Außer ich mache einen kurzen Cut, dass ihr jetzt hier für die nächsten 8 Minuten nicht dabei seid, wenn ich versuche, dieses Teil hier zu öffnen. So, 8 Tage später. Oh ja, Kokos. Oh, frische Kokos. Oh ja, das bringt noch so ein, ja, Caribbean Feelings. Mhm, das hat den richtigen Namen. Kommt mal fast so ein bisschen ins Tanzen. Geil, freue ich mich. Ist eine Limited Edition. Müsste also schnell zum DM. Oh, Mama, du bist der Knaller. Mein über alles geliebter Balea Augen-Make-up-Entferner. Ich glaube nämlich nicht, dass ich den auf der Liste hatte. Und ich habe nur noch einen. Ja, Mama hat also mal wieder mitgedacht. Und ich habe dreimal mein... Das ist einfach der allerbeste Augen-Make-up-Entferner für meine Augen. Da tränt bei mir nichts, da tut nichts weh. Und die 78 Schichten Mascara, die ich normalerweise trage, holt das Zeug einfach runter. Ganz toll. So, dann und nochmal ein Duschgel. Oh, ich kann ja duschen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und wieder zugeklebt bis oben hin. Aber auch hier möchte ich dran riechen, weil ich den Duft nicht kenne. Stay tuned, Schätzeleins. Wir sehen uns in 3 Tagen wieder, wenn ich die nächste Pulle geöffnet habe. Hier haben wir totes Meersalz mit Minzextrakt und dem Duft von Hibiskusblüte. Oh, das hört sich sehr erfrischend an. Oh, ist der schön. Oh, das erinnert mich an Scentsy. Hibiscus Water. Da habe ich ein Wax Melt. Hibiscus Water, das riecht genauso wie dieses Duschgel. Erfrischend, süß, blumig. Oh, wird wahrscheinlich großer Favorit. Sehr schön.
Es geht weiter mit Karton. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier? Nein! Oh mein Gott! Das bunte Buch. Ist das nicht sogar auch von mir? Geschichten, Märchen und Sagen. Leute, das ist ein Buch von mir, glaube ich. Oh, der Glücksklee, ein Neujahrsmärchen. Och Gott, ist das schön. Oh, die Regenprinzessin. Die seltsame Geschichte des Omar und Abbas. Oh. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, ist es, glaube ich, ein Buch von meiner Kinderzeit. Und jeden Abend bekommt Kleinmäuschen ja zwei Geschichten vorgelesen. Die darf sie sich dann aussuchen. Und wir haben auch sehr, sehr viele Bücher hier. Und deswegen, neue Bücher ist natürlich immer toll, gerade dann auch in Deutsch, ja. Oh, da freue ich mich. Super. Es geht weiter. Oh, Mama, I love you. Meine über alles geliebte Fußcreme von Balea mit Urea. Ich habe keine mehr hier. Ich habe jetzt, glaube ich, drei verschiedene. Die haben alle so um die 5 Dollar gekostet. Wirklich nicht günstig. Und keine pflegt meine Füße so toll und schön wie die Balea Fußcreme. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur diese Urea ist, ja, oder... Wobei die eine, die ich hier habe, die habe ich mir bei, ich meine bei Walmart gekauft. Da steht auch irgendwas mit Urea drin oder drauf. Aber himmelweiter Unterschied. Balea Fußcreme Urea vermindert Spannungsgefühle. Ja, sehr trockene Füße, für Diabetiker geeignet. 10% Urea. Das ist die beste Fußcreme, die es auf dem Planeten Erde gibt. Und ich habe zum guten Glück wieder 3 Stück, denn auch mein Mann mag die sehr gerne. So, was? Nein! Oh, wie geil! Oh, Mama, das ist aber für mich, oder? Ich liebe dieses Spiel. Kennt ihr diese Dinger? Oh, was habe ich früher mit diesem Spiel gespielt? Wartet mal. Tata. Oh, jetzt geht's wieder an. Zusammenbauen. Mutti und zusammenbauen. Also es sind 3 Bälle da. Montagmorgen. Wartet mal. Montagabend ist wahrscheinlich nur noch einer da. Weil ich da ein ganz, ganz großes Talent für habe, diese Bälle zu verlieren. So. Und ja, auf den Drucker will ich sie jetzt nicht legen. Also, das muss hier, glaube ich, reingesteckt werden. Passt mal auf. Passt mal auf. So. Und dann kommt hier der Ball rein. Achtung, Achtung. Hoppala. Ja, seht ihr, der erste Ball ist schon weg. Scheiße, wo ist denn der jetzt hin? Ich hab's euch gesagt. Ja, im Wäschekorb. Neben dem dreckigen Schlüpper. Ja, ich werde ein bisschen üben, aber das Spiel ist geil. Oh, da freue ich mich. Ach, das ist wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag und Hochzeitstag. Das ist alles auf einmal hier. Ja, das ist auch etwas, was ich mir rausgesucht habe. Da freue ich mich auch sehr. Ja. Komm raus. Wir haben Balea Micellen Reinigungswasser, wirksame Reinigung für Gesicht, Augen und Lippen mit Hammermelis Wasser. Mischhaut und sensible Haut. Ohne Parfüm. Super. Ah,
wir haben noch ein Teilchen für die Barbie. So, dann kommen mir hier ganz viele Leckerchen entgegen für Simba und Maximus. 12 Knabberrollen, reines Rind, nur Rinder, Rohhaut, nur 3% Fett. Die Zahnpflegesticks. Oh, ihr seid ein absoluter Schatz. Es geht weiter, dann haben wir nämlich auch noch ein bisschen was für Simba. Der liebt ja diese Sticks bei euch in Deutschland. Dann haben wir hier, oh, guckt mal, zum Schutz der Sehkraft, zur Gelenkunterstützung, zur Unterstützung der Herzvitalität. Ist das Trockenfutter oder ist das ein Leckerli? Katzen Senior ab 8 Jahren, reich an Huhn. Mhm. Ja, unsere Männer sind nicht mehr die Jüngsten. Wir haben hier zwei Senioren bei uns im Haus. Mhm. Das muss ich mir aber durchlesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Leckerli ist oder... Ah, Fütterungsempfehlung, okay. Fütterungsempfehlung, Jetzelites, guckt euch mal. 2 Kilo, 3 Kilo, 4 Kilo, 5 Kilo, 6 Kilo, 7 Kilo, 8 Kilo und dann ist Tuck. Und ich glaube, Simba hat 9 oder 10 Kilo, wenn nicht sogar 11 Kilo. Ich weiß es nicht. Hat er 10 Kilo? Simba ist gut dabei. Und dann steht hier ca. 80 Gramm. Ja, dann knallen wir nochmal 10 Gramm extra drauf. Also es scheint Trockenfutter zu sein. Guck ich mal, ob Simba das mag. Oh. Und es geht weiter. Nochmal Leckerlis. Softe Belohnung mit Rind, Huhn und Lamm. Mhm. Ja, da guckst du, ha? Maximus. Alles für euch. So, dann, was haben wir? Oh, Mama, I love you. Veleda Calendula Babycreme. Ja, also Lauren ist ja zum größten Teil trocken, ja, aber abends bekommt sie dann immer noch so eine Pull-Up-Windel an. Und da machen wir immer noch so ein bisschen Creme mit drauf. Also das ist die beste Babycreme für untenrum. Da schwöre ich drauf, seit sie geboren wurde. Und wir lieben diese Creme einfach. Wir haben sie hier auf Amazon gekauft für eine Tube. Da haben wir, glaube ich, $18 für bezahlt. Ja, aber war es uns wert, weil wir hatten keine mehr hier. Und wir wollten da jetzt keine Experimente machen. Und dann haben wir die einfach auf Amazon gekauft und haben da $18 für bezahlt. Ich hätte sie auch wieder nachgekauft, aber Mama hat ja mitgedacht. So, dann, das habe ich bei vielen in Videos gesehen, in den DM-Hauls. Und ich wollte das unbedingt ausprobieren, und zwar DM Bio Hafer Crunchy. So. Das ist bestimmt mega, mega geil in Joghurt oder auch alleine und dann vielleicht mit Hafermilch oder Mandelmilch und dann noch ein paar Früchte reingebollert. Oh, da freue ich mich drauf. Liebe ich solche Knuspersachen. Mmh. Oh, und nochmal. Oh, wie geil. Nochmal von DM Bio Kokos Mandel Granola mit Reissirup gesüßt. Okay, das sieht so aus. Also ihr kennt die Produkte wahrscheinlich alle schon und habt die ausprobiert und könnt mir da, ich weiß nicht, ob es für euch langweilig ist, aber ich freue mich da halt drüber, ne? Weil das sind Sachen, die habe ich noch nie probiert und ist aus Deutschland und ist von Mama. Kokosmandelgranola. Mm. Oh ja, guckt genauso wie auf dem Bild da oben. Mit Milch und mit Früchten. Oh, geil. Geil. Haben wir noch ein bisschen was für die Jungs. Knabbereckchen mit Käse. Oh ja, die liebt Simba auch. Die sind auch ganz groß bei uns. Mini-Wurst, Mix mit Salami, Schinken und Leberwurst. Okay. Oh, da ist immer noch so viel drin. Was haben wir denn? Was ist das denn? Ah,
genau. Ja, das hatte ich für Klein Mäuschen ausgesucht. Born to Shine Balea Schaumbad duftet nach strahlenden Abenteuern. Mhm. Es ist so heiß, Leute. Es ist so heiß, sag ich euch. Ich habe mitbekommen, bei euch in Deutschland ist es jetzt auch seit ein paar Tagen richtig warm. Ja, morgen und übermorgen sollen es bei uns bis zu 38 Grad werden. Da freut man sich, sag ich euch. Achtung! Oh ja, das riecht schön. Ganz dezent, leicht fruchtig, blumig. Da wird sich Lauren bestimmt freuen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie eingefärbt ist, weil das findet sie ja dann immer special, ja, extra toll. Wenn man irgendwie was ins Wasser knallt und dann ja, ändert sich plötzlich die Farbe vom Wasser. Weiß ich jetzt nicht, aber das probieren wir auf alle Fälle aus. So, dann, oh, auch für Kleinmäuschen natürlich, eine Frozen-Tasche. Ja, sie ist weiterhin auf dem Frozen-Trip und es gibt auch nicht viele Dinge, die sie nicht hat. Aber so eine kleine Tasche hat sie noch nicht. Und da ist irgendwas drin. Und da schauen wir mal rein. Oh, sie liebt diese Dinger. Sie liebt diese Dinger. Das sind diese Armbänder und Ketten mit den Brauseteilen dran, die man dann so abknabbern kann. Die hatte ich vor ganz, ganz langer Zeit irgendwann mal in einem Paket von Mama und Tantchen. Und ich glaube, Tantchen hatte die damals besorgt. Und ich habe ihr damals eins gegeben und seitdem ist sie hooked. Absolut hooked. Und ich war dann hier auf der Suche, um sowas zu finden und habe dann tatsächlich was gefunden. Aber die schmecken ihr nicht so. Und die sind auch viel, viel härter. Und für ihre kleinen Zähnchen, also das ist mir zu gefährlich, dass die sich da irgendwie die Zähne ja, so rausbricht oder so, weil die sind echt extrem hart. Und die Deutschen, die sind anscheinend besser. Ja, also die schmecken ihr besser und die sind auch nicht so hart vom Kauen. Habe ich also wieder Nachschub. Und was haben wir da noch? Oh, ach nein, gibt's die noch? Kennt ihr noch diese Kirschlollis? Oh, die habe ich früher geliebt. Die sind noch mit Kirsch, ja, Kirschenlutscher, genau. Vegan, 27 Stück. Oh, die habe ich geliebt, diese Teile, wie ich noch klein war. Mmh, werde ich heute wahrscheinlich auch noch lieben. Und das Ding ist ja als Mama, man muss ja immer alles erstmal vorkosten. Ne? Man will ja nicht, dass man dem Kind jetzt was gibt und es schmeckt nicht. Oder also ich opfer mich da und werde dann nachher mal einen probieren. Einfach um zu schauen, ob der noch so schmeckt wie früher, ob die noch gut sind. Ja. So. Und dann, oh Gott, wie süß. Guckt mal, da haben wir so ein kleines Täschchen. Oh, so ein Umhängetäschchen. Was ist da denn drin? Wieso ist da Geld drin? Oh, da ist ein Zettel. Für Barbie-Kleider. Mama, bist du eigentlich bescheuert? Bist du eigentlich bescheuert? Guckt mal. Da sind 20 Dollar drin. Nee, ist nicht für Barbie-Kleider. Kleinmäuschen hat genug Sachen, das kommt dann hier in ihre Spardose. Ja, sie hat eine Spardose, da kommt es rein. Ah, du bist doch verrückt, bist doch du. Und guck mal, sogar Kleingeld. Das ist bestimmt noch das Geld, was Mama übrig hatte, wie sie hier war. Och, die Tasche ist so süß. Hänge ich mir jetzt um. So. Du bist doch verrückt, Mama. Ich werde es in ihre Spardose legen. So, und diese Tasche kommt dahin. Also das, ich muss das nochmal probieren, Leute. Nochmal ganz kurz. Also einmal muss ich es ja... Ah! Seht ihr? Ich kann. Nicht viel, aber... So, was haben wir... Oh, pink! Pink! Ein Badeanzug! Awesome mit
kleinen Unicorns. Und sie liebt ja auch Unicorns momentan. Gerade heute hat sie ein Shirt an mit Unicorn. Das sieht fast genauso aus. Mit ganz viel Glitzer. In diesem Hot Pink, Neon Pink. Und dann den passenden Rock dazu. Ja, so. Oh, wie süß. Was ist das denn für eine Größe? 2 bis 4 Jahre, 98, 104. Ja, der wird ihr mit Sicherheit passen. Och, guck mal, mit kleinen Rüschen hier unten. So. Und ein Tütü, natürlich, in einem Pink. Sie hat ein Tütü von Oma. Oma hat ihr nämlich ein Tütü gekauft, wie Oma letztes Jahr hier war. Und dieses Tütü liebt sie. Sie nennt es zwar immer Tutu, aber, und jetzt haben wir ein zweites. Da wird sie sich freuen. Vielen, vielen Dank, Mama. So, nee, wir sind noch nicht durch. Was heißt denn hier, ihr braucht eine Pause? So, was haben wir hier? Nochmal für kleine Mäuschen. Was ist das denn schön? Oh Gott. Mensch, Kinder, guckt euch diese Kleider an. Also wenn das nicht sommerlich ist, wobei das sieht noch ein bisschen groß aus. Aber 2 bis 3 Jahre, 98. Nö, das geht. Ach, da sind kleine Birdies drauf und Flowers. Oh, das sieht ja auch schön aus. Ja, mein Kind trägt nur noch Kleider. Nur noch. Also ich glaube, wir haben so an die 30 Hosen und Shorts und es gibt nur noch Kleider. Und der Kompromiss ist dann Rock. So. Da haben wir hier ein T-Shirt. Das kommt bei euch, glaube ich, in der Kamera relativ grün rüber. Aber nee, das ist so ein schönes Neongelb. Und ja, da haben wir eine Shorts, die fantastisch zu diesem Shirt passt. Aber da wird es wahrscheinlich eine Diskussion mit kleinen Mäuschen geben. Aber da muss sie dann mal für einen Tag durch. Ne? So. Och Gott, ist das süß. Da würde man ja am liebsten mal so 12 Kilo abnehmen, dass man da auch reinpasst. Weil da 12 Kilo was ausmachen, ne? So, was haben wir denn hier? My Rainbow Friend. Aha. Ah, Seifen. Oh, das ist ja auch geil. Seifenblasen, guckt mal. Da macht man dann hier diese Flüssigkeit da rein und dann nehmt ihr euch das Unicorn und dann tunkt ihr das da ein und dann drückt ihr und dann kommen Seifenblasen raus. Na wunderbar. Also diese Woche ist schon wieder hier geklärt mit Freizeitbeschäftigung, weil da ist ja mehr als genug für die Kleine dabei. Und dann haben wir noch mal was zum Anziehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist das süß! Ein Latzrock! Ein Latzrock! Och, bist du schön mit einem T-Shirt! Was machst du da jetzt für Geräusche? Guckt euch das an. Da geht einem doch das Herz auf. Vielen, vielen Dank. Wartet mal, Schätzelein. Ich muss hier mal die Tür zumachen. So. Den anderen Ball habe ich auch wieder gefunden. So, dann machen wir weiter. Wir haben noch ein paar Sticker. Mit Fischis. Ach, guck mal, da ist ein kleiner Nemo. Oh. Make-up. Ich sehe eine Mascara. Wartet mal. Ah. Also, zuerst Balea-Augenpads. Die knalle ich mir nachher sogar drauf, weil ich habe heute Nacht nicht viel geschlafen. Deswegen sehe ich wahrscheinlich auch so kaputt und fertig aus. Und bin so ein bisschen verfaltet hier unten. Und da sind diese Dinger natürlich Bombe. Ne? Diese Q10-Teile. Antifalten-Augenpads. Ja. Freue ich mich sehr drüber. So, und dann, was haben wir denn hier? Rituals.
The Ultimate Hand Care. Oh, geil! Eine Handcreme-Kollektion mit Ritual of Sakura, also mit Cherry Blossom and Rice Milk. Dann die rote und die grüne, The Ritual of Dao. Also das sind so die, wenn da jetzt natürlich noch Ritual of Karma dabei gewesen wäre, dann wäre es der Ober-Ober-Shit-Shit gewesen. Aber das alleine ist natürlich schon der Brüller, ja. Und wir gehen momentan durch Handcreme durch wie nix. So, und jetzt kann ich also meine Walmart und meine nicht so tollen Handcremes kann ich runterlegen und die bleiben bei mir im Zimmer, die teile ich nicht. Weil das ist Luxus hier. Rituals, ne? Oh, wie schön, wie schön. Und von L'Oreal Mega Volume Miss Manga. Ganz tolle Mascara. Ganz, ganz tolle Mascara. Ich liebe diese Mascara. Und ihr wisst es, ich kaufe mir ja dieses Jahr keine dekorative Kosmetik. Und Mascara ist dekorative Kosmetik. Da ich es jetzt aber geschenkt bekommen habe, ja, darf ich die auch verwenden. Ja, also vielen Dank dafür. So, dann, oh, wie geil. Okay, die hat es ein bisschen zerschossen, auch die Verpackung, aber das mal. Oh Gott. Schokocrossis! Einmal in Crunchy Salted Caramel, die kenne ich gar nicht, und einmal die Originalen. Was habe ich Gelüste auf diese Dinger gehabt? Und da braucht mir jetzt keiner von euch schreiben, dass man die selber machen kann, ja? Mit Cornflakes und Schokolade und ja, da habt ihr schon recht, Schätzelein. Aber das schmeckt einfach nicht so wie die gekauften. Da sind noch die Zusatzstoffe drin und die Giftstoffe und die Emulgatoren und das Ganze macht es dann so gut, ja? Und wenn man das zu Hause macht, dann ist es so gesund, ja, dann schmeckt es nicht so. Hin und wieder braucht man einfach so gekaufte Sachen, weil die schmecken dann nochmal ganz anders. Und auf diese Crunchy Salted Caramel Situation, da bin ich ja mal sehr gespannt. Das sind doch normalerweise zwei Packungen drin, oder? Also früher war das so. Ja, da sind zwei Packungen drin. Soll ich da mal eine aufmachen? Das mache ich jetzt natürlich auch nur, ja, wegen der Opferrolle. Ich probiere die jetzt, dass ich euch sagen kann, rennt los und holt euch die. Oder ob ihr gediegen zu Hause bleiben könnt. Ne? Also, was haben wir? Crunchy Salted Caramel. Mhm. Wir gucken mal. Oh. Gleich mal so ein ganz großes. Dann schmeckt man auch was. Schlückchen Kaffee hinterher. Also deutsche Schokolade ist schon ein geiler Scheiß, ne? Muss man ja mal sagen. Oh. Also könnt ihr los, Leute. Mhm. Die kann man essen. Die kann man essen. Mhm. Jetzt so beim zweiten. Mhm. Die Karamell kommt schön durch. Mhm. Das leicht salzige. Mhm. Kann man machen. Kann man definitiv machen. Mhm. Deutsche Schokolade. So. Oh. Wie geil seid ihr denn bitte? Das hat auch zerschossen. Ja, also hier die Verpackung, aber das macht ja nichts. Geht ja ums Produkt. Und zwar Backpapierzuschnitte. Da Mama und Tantchen anscheinend mein Foodhaul gesehen haben und mitbekommen, was bei uns diese Backpapierzuschnitte gekostet haben. Ich glaube, es waren $4 oder $5. Und die Dinger sind halt geil, ja. Das ist Backpapier und das ist schon vorgeschnitten. Und dann zieht man sich die Sheets gerade so raus.
und knallt sich das aufs Backblech und ist halt gut. Ne? Wie wenn man da so eine komplette Rolle hat und dann muss man das immer abmessen, ja, und dann ist es zu kurz oder dann ist es zu lang. Sehr geil. Und davon habe ich sogar 2 Stück. Jawohl. So, machen wir hier wieder zu. Also, 2-mal Backpapierzuschnitte. Wie viele sind denn? 30 Stück, ja. 60, so viel wird bei mir ja gar nicht gekocht oder gebacken. Also das dürfte eine Weile reichen. So, dann haben wir hier jetzt noch eine Tüte. Und genau, das habe ich mir nämlich auch ausgesucht. Feuchtigkeitsspendendes Gesichtswasser mit Hydrokomplex, normale und Mischhaut. Das habe ich mir ausgesucht, genau, weil ich ja hier das Waschgel hatte. Und dann habe ich gedacht, in Kombination, ich habe noch ein bisschen Karamell in den Zähnen hängen. Na, dann hat man länger was davon. In Kombination, geile Sache. So, und dann haben wir jetzt noch eine große Box. Oh, okay. Oh, da ist noch ein bisschen was. Noch mal ein bisschen was für Barbie. Und dann haben wir hier, oh, wie geil, vegane Pastete Shiitake. Shiitake Champignon. Ich mache euch mal den Deckel ab, dann könnt ihr das besser lesen. Ja, Shiitake Champignon. Ich bin nämlich bei DM auf dieser Food-Section da durchgegangen und da hat es echt einiges gegeben, wo ich gedacht habe, oh, das hört sich lecker an. Und da das ja hier in diesen Konservendosen ist, habe ich Mama gesagt, sie soll mir da mal ein bisschen was besorgen. Und jetzt habe ich, wie gesagt, hier einmal die Shiitake Champignon und einmal die Kräutervariante auf Hefebasis, vegan, haltbar bis September diesen Jahres, glaube ich. Ja, September und hier auch September. Ja. Und da habe ich nämlich auch von einigen von euch gehört, dass diese Sachen sehr, sehr lecker sein sollen. Ja, gerade aufs Brot bin ich also gespannt. So. Und dann habe ich jetzt hier noch eine ganz große Box. Und da kommen mir ganz viele Leckerlis entgegen. Okay. Also wir haben Backerbsen. Entweder für die Suppe oder einfach so als Snack zwischendurch. Kann man die schnabulieren. Sind die sehr lecker. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn alles? Ui. Bio-Pflanzstreich mit Tofu. Oh, ist es 6-mal das gleiche? Ja, die sehen auch ein bisschen mitgenommen aus, aber das macht nichts. Kommt wahrscheinlich auch aufs Brot, ne? Ja, Pflanzstreich mit Tofu. Gewürzter Bio-Brotaufstrich aus Tofu 15% mit Grünkern 8%. Okay, das scheint alles das gleiche zu sein. Art Pfälzer Leberwurst. Art Pfälzer Leberwurst. Und nochmal Art Pfälzer Leberwurst. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 5 Stück habe ich von den Teilen. Oh, ich kenne die nicht, also ich hoffe mal, sie sind gut. Das lege ich mal hier rein. Das mache ich auch gleich in den Kühlschrank. Dann, oh, da habe ich mich auch drauf gefreut. Kokosaufstrich mit Vanille. Wie geil hört sich das denn bitte an? Da muss ich auch sofort mal den Zinken ranhalten. Oh ja. Oh, der riecht gut. Ich will jetzt natürlich nicht mit dem Finger reingehen, ja, weil meine Finger sind jetzt dreckig. Aber, oh, auf Basis von Agavendicksaft. Bio. Kokos und Vanille. So, schmieren wir uns an der Hose ab. Dann haben wir hier Gummibärchen. Es hat ja mal eine Zeit gegeben, da waren Gummibärchen immer nur für Schatzi.
Mittlerweile ist es für Schatzi und Lauren und deswegen gibt es wahrscheinlich auch zwei Pakete. Mhm. Weil da streiten sich die beiden Mäuse drum. Dann Knorr, Salatkrönung, würzige Gartenkräuter, Sechserpack. Kann man auch immer gebrauchen. Wir essen momentan sehr viel Salat. So, und jetzt geht's los hier mit der vegetarischen Abteilung. Vegetarische Fleischwurst von Gutfried. Mindestens haltbar bis 22.07. Ja gut, das ist ja nächsten Monat, da habe ich noch ein bisschen Zeit, ne? Okay, geil. Geil, 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 geil. Puderzucker. Sehr schön. Dann haben wir hier nochmal vegane Pastete Kräuter. Dann haben wir White Nougat Crisp Vegan mit Haselnusskrokant. Ach genau, das war auch etwas, was ich mir ausgesucht hatte, was auf der Liste für Mama stand. Da freue ich mich auch. Weißer Nougat Crisp Vegan. Plastic Free. Okay, also ist auch ohne Plastik. Ja, stimmt, also das ist eine so eine Kartonverpackung. Finde ich super. So, und dann haben wir hier noch Würstchen. Vegetarische Mühlenbratwurst auf Basis von Soja. So, die kenne ich noch nicht, weil in dem letzten Paket, was Mama mir geschickt hatte, waren die, glaube ich, schon 4-5 Wochen abgelaufen. So lange hat das letzte Paket gedauert. Dieses Paket ging wirklich relativ schnell. Und somit konnte ich dann die Würstchen das letzte Mal nicht ausprobieren, weil die 4-5 Wochen über dem Ablaufdatum waren. Wären das jetzt ein paar Tage gewesen oder 2 Wochen, hätte ich mir die trotzdem reingebollert. Aber ja, also die sind wirklich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt wie ein Schnitzel. Oder waren das die, die ich ausprobiert habe und es waren die Würstchen? Nee, die Würstchen habe ich probiert, genau. Weil bei den Würstchen, da weiß ich, die Wiener Würstchen, vegetarische Wiener Würstchen, die waren sehr lecker. Gerade mit Senf. Also da hat man keinen großen Unterschied geschmeckt zu Wiener mit normaler Wurst. Also mir braucht keiner erzählen, dass man in Deutschland keine veganen Produkte kaufen kann. Bei euch, das ist ja der Wahnsinn, was es da alles gibt. Und dann schmeckt es auch noch alles so geil. Also in Deutschland, meiner Meinung nach, müsste man kein Fleisch essen. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, das muss ja, wie gesagt, jeder für sich selbst wissen. Aber die Produkte, die es da bei euch gibt, das ist schon, das ist eine Bank, kann ich euch sagen. Und dann hatte ich jetzt auch schon zwischendurch die Leberwurst. Also es ist sehr, sehr lange her, dass ich deutsche Leberwurst gegessen habe. Aber wie ich das erste Mal gegessen habe, da war für mich kein Unterschied zu schmecken. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich bin von diesen vegetarischen, veganen Produkten bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ganz, ganz toll. Also zweimal diese Würstchen. Und dann natürlich ja noch so ein bisschen für die Büffelhüfte haben wir einmal Toffifee. Wann habe ich denn das letzte Mal Toffifee gegessen? Die Haselnuss in Karamell mit Nougatcreme und Schokolade. Das ist natürlich, oh, das ist auch ein Gedicht. Und dann haben wir hier zweimal die weiße ganze Mandel. Ich kann mich immer nur wiederholen, meine Lieben. Es gibt viele Dinge, die kann man in Amerika essen. Ja, die sind auch ganz gut. Aber deutsche Schokolade ist einfach, that is quality. That is the bomb.com. Oh, ich freue mich. Das ist so ein schönes Paket. So ein tolles Paket. Und natürlich war wieder für jeden etwas dabei. Wieder mit ganz, ganz viel Liebe verpackt und gepackt. Und oh, ich freue mich so. Jetzt haben wir wieder Leckerlis für die Jungs. Wir haben neue Sachen für kleine Mäuschen. Das hier finde ich immer noch der Knaller. Heben wir nachher auf. Ja, dann hier meine neue Bank, ja, mit all den Duschgelen. Oh, ich finde es so schön. Also auf diese Reinigungsprodukte fürs Gesicht bin ich wirklich gespannt.
Deswegen habe ich jetzt zu Mama auch nicht gesagt, dass sie mir mehr besorgen soll, weil ich es halt auch erstmal ausprobieren möchte. Ich will gucken, verträgt es meine Haut, ja, und komme ich damit klar und finde ich es gut. Und ja, wenn ich es dann gut finde, dann kann ich mich ja jederzeit bei Mama melden und sie kauft mir dann Backups. So, nochmal ein kleines Schokokrossi zum Abschluss. Mm. Die sind so lecker. Ja. Jetzt habe ich natürlich einiges zum Wegräumen. Dieses Zimmer war bis vor einer Stunde das einzigste Zimmer in diesem Haus, wo kein Chaos ist. Ja, es war alles aufgeräumt, es war alles sauber. Weil in jedem anderen Zimmer muss etwas getan werden. Und jetzt fange ich natürlich mit dem Zimmer an und bringe jetzt erstmal alles runter, was runter in die Küche kommt. Und dann werde ich meine Wäsche fertig machen, meine Geschirrspülmaschine ausräumen, durchsaugen. Dann muss ich das Badezimmer von kleinen Mäuschen unbedingt sauber machen. Wir hatten nämlich gestern Abend eine kleine Situation, ja? Nennen wir es mal so. Sie hat draußen mit Erde und Wasser gespielt und fand es dann ganz toll, sich von oben bis unten mit dieser Matschepampe einzumatschen. Wisst ihr? Sie scheint also auch schon so ein bisschen auf dieser Beauty-Schiene zu sein, weil Matsch ist ja anscheinend gut für die Haut. Und da das gestern Abend dann alles ein bisschen später wurde und sie dann relativ spät ins Bett gegangen ist, habe ich jetzt gestern Abend nicht noch das Badezimmer sauber gemacht. Habe jetzt also eine kleine Matsch-Situation da drüben hängen. Und das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen. Wahrscheinlich hier schön mit meiner neuen Frosch-Zitronenscheuermilch. Weil wenn es damit nicht abgeht, dann können wir wahrscheinlich das Haus abreißen. Dann geht es wahrscheinlich mit nichts weg. Also, Mama, Tantchen, den dicksten Knutscher, den ihr euch vorstellen könnt. Ich bin überwältigt. Ich freue mich so mega, mega, mega. Bedanke mich, ja, von ganzem Herzen, auch von der ganzen Familie. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ein bisschen Freude beim Mitauspacken. Und könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ist was dabei, was ihr noch so gar nicht kennt, wo ihr sagt, oh, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Also auf jeden Fall diese Crunchy Salted Caramel Crossies, die müsst ihr euch mal, ne? Und auch hier. Also dieses Duschgel, da freue ich mich nachher richtig drauf zu duschen. Und es riecht original wie mein Sensi Wax Bar, was ich drüben im Zimmer liegen habe. Oh, das riecht schön. Sommer pur. So, also, meine Lieben, ich lasse euch gehen. Ich möchte euch nicht länger aufhalten. Bedanke mich aber, dass ihr eingeschaltet habt. Bedanke mich für eure Zeit und ja, dicken Knutscher auch an euch. Wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!